Danke. Und wir brauchen mehr von diesen Stimmen von der Linken, die hier ganz klar gegen Krieg, gegen Faschismus und gegen imperiale Politik auf die Straße gehen und sich dagegen aussprechen. Das ist die Rolle der Linken. Wir müssen da viel mehr die Leute mobilisieren. Wir hatten ja die Diskussionen, Konstantin Wecker hat auch die Linke aufgerufen. Wo ist sie eigentlich in diesen ganzen Konflikten, der Frage der Ukraine? Und wir müssen mehr präsent sein und dieses Thema, wenn ich die Linke wäre, dann im Parlament und aus dem Parlament auf die Straße tragen. Und vielen Dank, dass ihr ganz spontan diesen Aufruf, der ja am Montag die Idee dazu entstanden ist, dass ihr heute da seid. Es gibt verschiedene Kundgebungen am 8. Mai. Ich weiß es auch für Baden-Württemberg, in Stuttgart, in Tübingen, dort wird vor allem gegen das Afrika mobilisiert, von wo aus Drogenkriege, US-Drogenkriege gesteuert werden. Also es gibt viel zu tun am 8. Mai und ich freue mich, dass wir noch eine weitere konsequente Anti-Kriegsstimme, ein paar Sätze zumindest hören, die sie im Parlament erhebt. Die Seven Badeland, Seven, sagt auch bitte noch ein paar Sätze. Danke. Sehr geehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, viel möchte ich eigentlich nicht sagen, weil in einigen Minuten die Kundgebung am sowjetischen Ehrenmal hier am Tiergarten anfangen wird. Ich möchte mich natürlich bedanken, weil es ganz wichtig ist, auch für uns Abgeordnete nochmal zu sehen und zu erfahren, dass wir nicht alleine sind im Deutschen Bundestag, wenn wir die Stimme gegen Sanktionen und gegen eine Eskalationspolitik gegenüber Russland erheben. Dass viele, viele Menschen an unserer Seite sind, die sagen Ja zu einem Dialog, Ja zu einer neuen Verständigungspolitik, Ja zu einer Sicherheit mit Russland und nicht gegen Russland in Europa. Und dafür möchte ich euch hier natürlich danken, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen. In den letzten Wochen und Monaten war es nicht immer einfach für uns, auch im Deutschen Bundestag. Denn wer in diesen Tagen konsequent für Deeskalation und für Frieden mit Russland sich einsetzt, wer in diesen Tagen ganz klar sagt, dass Faschisten an der Regierung, an der Putschregierung in Kiew beteiligt sind, wer in diesen Tagen sagt, was ist in Kiew, der wird von der Bundesregierung, von der grünen Fraktion im Bundestag, die ihm nichts nachsteht, der Bundesregierung tragenden Fraktionen und von den Staatsmedien in Deutschland und den Mainstream-Medien, der wird beschimpft, der wird diffamiert und schlicht verleumdet. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, dass es Menschen gibt, die wie wir für eine Friedenspolitik stehen und für eine Außenpolitik, die nicht eine Regierung unterstützt, an der Faschisten beteiligt sind, die für barbarische Zustände verantwortlich sind und die einfach Menschen massakrieren, wie wir es in Odessa gesehen haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute hier gemeinsam vor dem Brandenburger Tor stehen, an einem so symbolträchtigen Tag wie dem 8. Mai. Und ich bin wirklich froh, dass trotz der veröffentlichten Meinung, also der Meinung, die in den Medien veröffentlicht wird, aber nicht tatsächlich die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung ist, nämlich für Frieden und für Verständigung und Partnerschaft und nicht für Sanktionen oder einen neuen Kalten Krieg gegen Russland. Dass es eine Mehrheit der Bevölkerung gibt, die trotz der einseitigen Propaganda in diesen Medien und der Bundesregierung immer noch festhält an einer Friedenspolitik als Außenpolitik, die sich gegen Kriegspolitik und gegen Bundeswehreinsätze wendet. Das ist ganz wichtig für uns, für die nächsten Tage und Wochen, für all diejenigen, die Freunde des Friedens sind, ist das wichtig zu wissen, dass die Mehrheit der Bevölkerung anders denkt als diese Bundesregierung und die Staatsmedien in Deutschland. Die Mehrheit der Bevölkerung steht an unserer Seite und deshalb müssen wir die Möglichkeiten und die Gelegenheiten erweitern, mit diesen Menschen auch auf der Straße zusammenzukommen, damit diese Regierung weiß und die Staatsmedien, die Lügen, die
wirklich in einer grotesken Art und Weise in den letzten Monaten verbreitet haben. Dass Sie wissen, eure Lügen glauben wir nicht. Wir sind für den Frieden und deshalb danke ich euch, dass ihr heute da seid. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kevin Badelen. Es beginnt um circa 17:30 Uhr oder so rum.